ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven. Falls ihr neu seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und ansonsten, let's go! Oh mein Gott, ist so früh am Morgen und jetzt ist schon mein Paket da. Ach, ich habe so ein Glück. Okay, dann bringe ich das einmal kurz rein. So, perfekt. Und dann kann ich mich auch schon aufmachen zum Tanzunterricht. Oh, ich hoffe, wir machen heute das, was wir schon die ganze Zeit machen wollen. Einfach tanzmäßig Stunden. Ich habe extra meinen Spagat geübt. Warte mal, ist das hier Geld hinter dem Busch? Tatsache. Oh mein Gott, ich habe jetzt auch noch Geld gefunden auf dem Weg zum Tanzen. Oh, aber es regnet ein bisschen, aber... Oh, hey, was soll das? Entschuldigung, Sir, war das Ihr Geld? Das ist mein Geld. Sicher, weil... Also, sie kam nicht aus der Nähe vom Busch. Bist du etwa ein Geist? Ich bin kein Geist. Ich muss jetzt auch weg. Ich habe Tanzunterricht und ich werde hier ganz nass. Geisterdieb! Ich verspreche, ich bin kein Geist. Was soll das hier überhaupt? Ich verfluche dich mit meiner Anti-Geister-Spritze. Oh mein Gott, au! Au, das piekst! Warte, was hat... Jetzt rennt er einfach weg. Entschuldigung, Sir! Jetzt hat er mir einfach irgendwas in meinen Arm gespritzt. What? Ich muss trotzdem rein zum Tanzen. Mir ist auch richtig nass. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Schlechtes gekriegt. Aber was soll das überhaupt heißen? Er verflucht mich. Was soll mir passieren? Ich habe so viel Glück in meinem Leben. Ich habe jetzt mein Paket gekriegt. Ich habe Geld gefunden. Das habe ich immer noch. Das ist echt viel. Das sind 100 Euro. Was soll schon passieren? Aber vielleicht gehe ich nach Hause bei dem Regen. Ist auch ein bisschen kalt und unangenehm. Dann lege ich mich vielleicht einfach hin. Okay, neuer Plan. Ich nehme mein Geld. Ich kaufe mir einen ganzen Sack voller meiner Lieblingssüßigkeiten. Ich kaufe mir Schokotorte. Ich kaufe mir Chips. Ich kaufe mir Salzstangen. Und dann mache ich mir einen gemütlichen Abend mit meiner Lieblingsserie. Dafür sollte ich auch noch alle Zeit haben. Manchmal bin ich da ein bisschen zu spät, wenn ich vom Tanzen nach Hause komme. Aber das sollte jetzt kein Problem sein. Einmal schnell durch den Regen durch. Und... Oh, hier sind auch noch andere. Hallo. Ich hoffe, die kaufen mir nicht meine Snacks weg. Warte mal. Hier ist nur noch... Hier sind nur noch Getränke. Hier gibt's... Das sieht aus wie Chipstüten, aber die riechen... Boah, die riechen nach Lakritze. Sind das... Ist das... Boah, das ist Lakritze. Ich hasse Lakritze. Okay, kein Glück mit den Süßigkeiten. Dann versuchen wir es mal. Vielleicht haben wir da noch was zu Hause im Kühlschrank. Dann fahre ich einfach mit dem Bus nach Hause, gucke, ob ich da noch Snacks habe. Oh, vielleicht kann ich Kayla anrufen, ob die auch zu Hause ist. Vielleicht hat... Ich glaube, die hat auch bei Regen keinen Bock, tanzen zu gehen. Dann können wir uns zusammen einen schönen Abend machen. So, jetzt muss ich nur noch warten, dass mein Bus kommt. Oh, da ist er schon. Hallo! Entschuldigung! Hallo? Hallo? Wieso ist der noch weggefahren? Ich guck mal auf den Plan, wann der nächste Bus kommt. Das war der letzte. Jetzt muss ich erstmal 2 Stunden warten. Vielleicht hat der Mann mich doch verflucht. Vielleicht habe ich jetzt Pech. Vielleicht hat er mich verflucht und ich habe jetzt nur noch Pech. Ich bin nicht so weit weg von zu Hause. Ich muss nur noch nach Hause laufen. Das ist okay. Mein Haus ist ja direkt da oben. Naja, muss man sich nicht den Tag versauen lassen von. Ich beeile mich nur, damit ich schnell durch den Regen komme. 1, 2 und... Oh, sprint. Vielleicht am Baum vorbei. Au, was war das denn? Ah, boah, ich glaube... Entschuldigung? Haben Sie gesehen, was da gerade war? Ich bin einfach nur gelaufen. Ich glaube, ich bin über irgendeinen Kieselstein oder sowas gestolpert. Nein, der war schon immer da. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin den Weg auch schon ein paar Mal nach Hause gelaufen. Hier ist ja nichts. Okay, der komische Mann ist weg. Naja, gut. Kann passieren. Mein Fuß ist jetzt ein bisschen verstaucht. Au, aber ist okay. Ist nur mein linker, den brauche ich eh nicht so oft. Immerhin bin ich gerade noch so rechtzeitig jetzt mit dem Nachhauseweg, um noch meine Show zu gucken. Oh ja, genau was ich wollte. Es ist so schön warm hier drinne. Und Zeit, meine Lieblingsshow der Welt zu gucken. Es gibt so ein Bug-Format, was ich richtig gerne gucke. Und da soll diese Woche die letzte Folge rauskommen. Und dann kann ich endlich sehen, wer den großen Preis gewinnt. So, jetzt nur noch auf den richtigen Sender schalten. Und, oh, was? Oh, oh, war das Stromausfall? Jetzt kann ich meine Sendung nicht gucken? Was ist das denn? Keine Panik auf der Titanic, ich rufe einfach den Elektriker an und der fixt das sicher ohne Probleme. Es muss ja einfach nur irgendwo an unserer Stromleitung liegen. Was ist denn hier? Ah ja, ich glaube, da im Sicherungskasten ist irgendwas kaputt, da sprühen noch ein paar Funken. Naja gut, ich rufe einfach mal an. Entschuldigung, mein Strom ist auf einmal ausgefallen. Es ist sehr wichtig, dass der sofort wieder angeht, weil ich nämlich meine Serie gucken möchte. Wie jetzt? Sie können nicht. Es gibt keinen freien Elektriker? Was? Ihr seid alle bei dem Typen, der Probleme hat mit seiner Geistermaschine. Habe ich noch nie gehört. Klingt nach einer Ausrede für mich. Okay, wissen Sie was? Schönen Tag Ihnen auch. Dann
kein Strom, kein Tanzen. Ich glaube, der Regen hat aufgehört. Okay, das ist doch schon mal was. Vielleicht gehe ich einfach rüber zu meinen Freundinnen. Ich glaube, die wollten heute eh irgendwas unternehmen abends. So, ich freue mich schon auf einen spaßigen Nachmittag. What? Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein UFO? What the hell? Das kreist um das Haus von meiner Freundin? Warte, das sucht es richtig ab. Was ist das denn? Ich sehe jetzt aber abgesehen von dem UFO sehe ich nichts. Warum portet sich das so? Hallo? Ich hoffe, ihr geht's gut. Warte mal. Ist das nicht dieser Wissenschaftler-Typ, der mir die Spritze gegeben hat? Entschuldigung? Der kontrolliert irgendwas auf seinem Tablet. Der verfluchte Geist. Was meinen Sie, der verfluchte Geist? Hallo? Was tut sich hier? Ich tue gar nichts. Okay, aber es sah verdächtig so aus. Der hat schon wieder eine Spritze in der Hand. Nein, da fangen wir gar nicht mit an. Hey, was? Gehen Sie weg mit der Spritze. Okay, komisch, es sah nämlich sehr so aus, als ob Sie mit Ihrem komischen Tablet hier das UFO steuert. Und jetzt, wo das Tablet nicht mehr in der Hand ist, ist das UFO auf einmal verschwunden. Das ist kein komisches Tablet. Ja, okay, was ist es denn dann? Das ist meine neueste Erfindung. Hat die das UFO hergebracht, ja oder nein? Ja, aber natürlich. Ich meine, nein. Okay, dachte ich mir nämlich. Sie waren das auch, als ich mit dem Stein... Haben Sie den Kieselstein auf den Weg gekickt? Nein? Doch, natürlich. Sie hatten nur einen falschen Bart an. Oh mein Gott, was zur Hölle? Was sind Sie denn für ein Verrückter, dass Sie mir mein Leben hier so... Okay, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt halluziniert habe oder nicht. Aber ich meine, ich habe im Supermarkt auch jemanden gesehen. Haben Sie alle meine Snacks gekauft? Nein. Und das mit dem Stromausfall war ich auch nicht. Ja, Moment mal, der Stromausfall. Sie reden doch die ganze Zeit irgendwas von Geistern, Gespenst. Der Elektriker-Typ hat irgendwas gesagt von alle Stromleute sind gerade vor irgendeinem Typ mit der Geistermaschine. Ich habe überhaupt gar kein Pech. Du bist ein Geist. Nein, wie oft denn noch? Ich bin gar kein Geist. Wie soll ich denn ein Geist sein? Du bist einer. Okay, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Geistern, aber können Geister stolpern? Mein ganzer Fuß ist verstaucht. Natürlich nicht. Geister haben keine Beine. Ja, ach nee. Was heißt das denn? Ich kann überhaupt gar kein Geist sein. Hier, guck mal, ich habe Beine, ich kann laufen, ich habe einen Fuß, beide sogar. Der linke tut weh. Oh, Abgesehen davon, alles, was ich machen wollte, war zum Tanzunterricht gehen, wofür ich übrigens auch Beine brauche. Und als das nicht geklappt hat, wollte ich nur meine Lieblingsshow gucken. Über Leute, die backen. Ich kenne mich nicht aus mit Geistern, aber ich bin mir ziemlich sicher, Geister können nicht backen. Das stimmt, Geister hassen Backshows. Ich denke, wir haben uns hier darauf geeinigt, dass ich in der Tat ein Mensch bin und kein Geist. Und Sie sind ein verrückter Wissenschaftler. Na gut, blöd gelaufen. Was war denn in der komischen Spritze drin, die Sie mir gegeben haben, sagen Sie mal? Hehehe, Erdbeermarmelade. What? Und da rennt er weg. Der sagt, er hat mir Erdbeermarmelade gespritzt und jetzt rennt er weg. Kein Wunder, dass ich schon den ganzen Tag so Lust auf Süßigkeiten habe, wenn ich hier Zucker in meine Venen gekriegt habe. Aber gut, ich schätze mal, kein Geist, kein Pech, auf irgendeine Weise beruhigend, schätze ich mal. Aber auch irgendwie beunruhigend, dass so ein komischer Dude bei uns in der Nachbarschaft wohnt. Na ja, gut, ich glaube, ich lege mich einfach hin und versuche es morgen nochmal. Das war's mit Brookhaven für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Dann weiß ich, dass es euch gefällt. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss.